Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ezekiel 36, 26. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns lieb hat, im Namen Gottes des Sohnes, der uns kennt, und im Namen Gottes des Heiligen Geistes, der uns umgibt. Amen. Meine Vorsätze, also ich werde aber
Fall zu verwenden. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der sich Gott wendet, ändere ich mich. Schön ruhig bleiben, nicht aufregen, nicht mutig. Sehr gerne und vorbildlich. Ja, hier sitzen ja auch eine Menge Leute. Und lass uns mal fragen, dass sich der eine oder andere nicht auch einen guten Vorsatz genommen hat. Ja. Wer hat denn einen guten Vorsatz gehabt? Ich verstehe gute Vorsätze. Vielleicht hier? Gibst du einen guten Vorsatz? Nein. Ja. Vielleicht hier? Gibst du einen guten Vorsatz? Nee, ich feiere ein Neujahr im September. Ich habe gedacht, weniger Büro, mehr Entotto, mehr Laufen, weniger Sitzen. Das klingt doch schon mal nach einem guten Ansatz, oder? Ja? Einen guten Vorsatz? Mehr Vertrauen. Mehr Vertrauen haben wir hier. Das ist sehr schön. Ja, schön, dass ein oder andere dabei, ne? Vielleicht. Sollte mir doch auch noch was überlegen. Also, ich meine, es gäbe schon Dinge, die ich verbessern könnte in der Familie, vielleicht etwas geduldiger sein, etwas gestresst sein, nicht mehr ausflippen, wenn alle drei Finger nerven. Ja, vielleicht nehme ich noch was dazu. Ja, am besten schreibt es ja auf den Zettel, klebt es auf Badezimmerspiegel. Könnt ihr mal ansehen. Naja, das könnt ihr alle unterstützen, ne? Mach mal einen kleinen Zettel. Ja? Okay. Mann, was ist? Ich hab schon gesehen. Wie sieht's denn aus? Ja, natürlich jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Hat sich erinnert? Ja. Letztes Mal beim Gespräch? Jedes Mal, wenn ich mich wieder dazu hinreißen lasse, doch umzuleisten. Also, ich merke aber immer noch so viel, ob man diesen Zettel am Spiegel der Satz geschneiden geflogen wird. Wenn ich mich jeden Tag daran erinnern werde, will ich wieder versagen. Also, das war das letzte Mal. Man fühlt sich doch selber in die Tasche. Ich nehme noch nie wieder einen guten Vorsatz. Jeden Tag habe ich ein schlechtes Gewissen. Nee, das lass mal drauf. Warum denn? Wenn dir was auffällt und jedes Mal darüber nachdenkst, das ist doch schon viel besser. Hast du schon was davon, jedes Mal erinnert zu werden und du weißt, keiner ist perfekt. Ja, man muss einfach stetig an sich arbeiten. Und genau, und mit Gottes Hilfe wird das nur auch klappen. Meistens werden wir wieder einmal ins Spiel gesteckt. Jedes Jahr von vorne.